So, zum Ende hin ein paar Schwierigkeiten gehabt mit der Technik. Ich habe F9 nicht gefunden, aber egal, wir haben uns im letzten Part hier geprügelt. Moment noch. Ja, doch. Und haben 5 Siegel gebrochen. Ich hoffe, jetzt endlich kommt der Wächter und wir können ihn eins aus Maul geben. Dieses Steinmonument strahlt eine magische Kraft aus. Ist es vielleicht? Uralte rote Schriftzeichen erscheinen auf dem Monument. Niemand darf das Reliktsiegel berühren. Jene, die es wagen, werden ihr Ende durch die Sichel des Friedhofswächters der Dunkelheit finden. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Das Siegel des Ruinenpfads brechen? Natürlich! Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun! Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Diese Unverschämtheit wird euch das Leben kosten! Warte, wir sind keine Feinde. Wir sind gekommen, um dich zu fragen, wie wir uns Zugang zum Ruinenpfad verschaffen können. Dann zeigt mir das Ausmaß eurer Stärke und eures Willens. Oh, nö! Tobias, da kommt was, pass auf! Au! The fuck? Au! Au! Oh Gott, ist der hässlich! Okay. Oh. Der geht übelst ab mit seiner Magie. Au, 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 au. Kann ich ihn töten? Nein, aber ausweichen kann ich ihn. Es kommt ein zweiter. Ich nehme vorher lieber noch mal ein bisschen Leben. Eine Schokolade. Und wenn ich da erstmal mein Maul aufreiß, benutze ich es mal. Engelskleidchen, sie wieder zu holen. Oh. Und das war's auch schon für den Grabwächter. Der hat einiges gefressen. Leichtester Boss bis jetzt, finde ich. Hervorragend. Ich konnte eure Entschlossenheit genau spüren. Ihr wollt Julius besiegen und die Mana-Zuflucht beschützen. Ja. Nehmt dies. Es ist der Schlüssel zum Ruinenpfad. Na? Nicht noch Mana. Och, komm. Das ist ein Schattengeist, oder? Ja, ich gehe mal davon aus. Licht ohne Schatten ohne Licht. So etwas gibt es nicht. Boah, was ein geiler Kinderreim, ey. Ich schwöre auf Aldi. Die beiden sind nur zusammen anzutreffen. Also werden sich der und Luna prima verstehen. Um wahres Licht zu erhalten, muss man zunächst die Dunkelheit erkennen. Kennen, nicht erkennen. Whatever. Geht jetzt. Okay. Danke, glaube ich. Mein Name ist Umbra. Die Schatten sind mein Zuhause. Ich trete aus der Dunkelheit heraus, um sie zu helfen. Schön, dich zu treffen, Umbra. Der Schattengeist Umbra schließt sich dir an. Und ich versuche ein Level up. Zack. So, ich speichere halt vorher nochmal. So. Ah, das kann man auch einfach regeln. Und zwar mit einem magischen Seil. Haha! Wenn das nicht mal super mega geilo ist. Wir haben uns vorher nochmal. Zack! Ja, das hatten wir schon. Das muss ich jetzt nicht noch extra machen. Da will ich bitte... Oder? Will ich dahin? Will ich dahin? Will ich das? Wirklich? Ja, hau rein da. Gib's mir ja, doch. Gib's mir hart. So. Jetzt sprinten wir mal wie richtiger Usain Bolt in Richtung... Ja, genau. Pump mir Giftgas in den Mund, Alter. Jetzt müssen wir ein bisschen hin und her traben noch. So, so, so. Jetzt ist endlich Nacht. Jetzt kommen wir endlich rüber. Endlich ist die Zeit gekommen, um perverse Gedanken zu haben. Boah. Nein. Die Zeit ist noch fern.
wenn ich jetzt mal so nach draußen gucke. Aber da wollte ich nicht lang. Da wollte ich definitiv nicht lang. Aua. Geht weg, geht mich alle am lecken. So. Perfekt getimed. Hier speichern wir nochmal. Wow, wir haben 3 Minuten in ein paar Sekunden abgeschlossen. Geilo. Ich verstehe. Es ist dieses Siegel. Siegel. Oh. Hallihallo. Du hast mich gerufen? Hey, das ist ja Umbra. Och, der ist doof. Oh Gott. Ich befürchte, dass ich auch nicht gerade hoher Freund von deiner Anwesenheit bin. Die Macht von sowohl Licht als auch Schatten wird jedoch benötigt, um das Siegel zu brechen. Unserem Herrn zuliebe werden wir diese Unannehmlichkeit erdulden müssen. Na gut, okay. Setz deinen Hintern in Bewegung. Wie vulgär. Oh, große Mana-Göttin, erhöre uns und hebe die auf. Die auf das Zusammenspiel von Licht und Schatten erhobenen Beschränkungen auf. Führe uns zu deinem Tor. Oh, große Mana-Göttin, erhöre uns und... Ach, Mumpfels, mach einfach das Tor auf! Bitte, 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 bitte! Okay, geil! Es ist vollbracht. Allerdings gibt die Etikette vor, dass Zaubersprüche aus solchen Ausmaß von genau den richtigen Worten begleitet werden. Es wird Zeit, dass du Manieren lernst. Hey, solange er mich hält, kann er sich alles erlauben. Etikett, Schmiedikett, das Tor ist doch auf, oder? Oder spar mir bitte dein Manierengequatsche. Oh, Illumi ist tough. Kleine Kabeleien unter Freunden. Licht- und Schattensiegel wurden gebrochen. Ruinenfahrt. Und wir zerstören auch gleich unsere erste Schlange. Aua. Aua. So. Bäm. Aua. Fiss mein kalten Stahl. Okay. Sieht so aus, als wäre hier nichts anderes mehr. Gehen wir mal hier lang. Ich mache hier die Treppe runter. Ich habe die Befürchtung, dass ich irgendwie richtig laufe. Ah, oh, leck mir doch die... Oh, nö. Ich bin doch farbenblind. So was kann ich nicht. Nee, was mache ich denn da, du? Was mache ich denn da? Bin ich doof? Ja, bin ich. Alles klar. Wunderbar. So. Ha. Oh mein Gott. Aua, aua. Das Ding erinnert mich irgendwie an so einen komischen Turm von Zelda. Langer Samen. Er hat Samen gesagt. Oh Gott, ich krieg wieder das Kotzen, wenn ich an sowas denke. So, was kann der? Boah. Voll die dunkle Materie, Alter. Bong, bong. So, Gummifrosch. Ja, gegen so eine Dinger hilft nur kalter, harter Stahl. Das hört sich pervers an, aber ich weiß nicht warum. So, hier kann ich runter, hier kann ich hoch. Was sind das denn? Was sind Türen? Oh, das wird noch eine lange Reise. Oh oh. Ein fettes Geräusch. Hilfe, Hilfe. Ein Bild des Meeres eingraviert. Schabchi. Klar. Scheiß drauf. Okay. Muss ich das verstehen? Landes und Meeres. Okay. Ach, es kann immer nur einer aktiv sein. Das heißt, das wird mich ja irgendwie durch diese Scheiße hier durchführen. Und ich merke, wir sind deutlich tiefer. Hey, da hat sich eine Tür geöffnet.
ist das denn? Ein neuer Gegner anscheinend. Ist das jetzt wieder Himmel? Gut, ist da noch Himmel? Was ist das? Landes. Nein. Warte erstmal. Erstmal hier wieder Himmel. Oh wow. Ich bin excited. Makette. Los, lass uns Spießchen treiben. Wow, das funktioniert ja wirklich. So. Ich bin gespannt, ob ich jetzt durch bin. 3S. Oh Mann, warum kannst du dich nicht wehren? Warum kannst du nicht mal unvergiftet bleiben? Ja, ich weiß, dass ich gleich am krepieren bin. Was ist da denn? Egal, ich kann mich unsichtbar machen. Fett. Jedoch wollte ich das, nicht im geringsten erreichen. Ich wollte nämlich den da haben. So. Lalalala. Dün, 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 dün. Okay. Geht der? Nein. Dafür brauche ich... Ich rätsel gerade, aber ich denke Gaius. Okay, nicht Gaius. Den bärtigen Strolch, sondern Luna, die räudige Landfee. Au. Jawohl. Jawohl. Geht doch alles, wenn man das will. Der will Feuer, der will's hart, der will's heiß, der will's... Creeper, ha, ha, ha. Oh, falsches Spiel. Wie, und nur für so eine Scheiße bin ich jetzt hier durchgelatscht und fast gestorben? Ey, ich bin ja so excited. Ach, hier geht's noch weiter. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wollen wir es angehen? Definitiv. Und wie wir das machen, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis dann.